Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so eine lange Folge wird wie die letzten Male. Wir sind hier mit der Ausrüstung für die Ordner. Müssen wir 15.000 zahlen. Kein Problem. Haben wir doch eben auf der hohen Kante. Es läuft, es läuft, es läuft. Bennett ist nicht begeistert. Wir haben das letzte Spiel unentschieden gespielt gegen... Ja, mach mal erstmal hier Stressflasche. Was ist los mit dir? Und auf jeden Fall, wir haben das letzte Spiel unentschieden gespielt. Lief natürlich nicht so gut gegen Pauli. Jetzt müssen wir gegen Holstein Kiel, die aktuell, ja, was habe ich hier geguckt, zweite Liga, die aktuell gegen den Abstieg kämpfen. 6 Spiele, 6 Niederlagen. Das läuft ja gar nicht bei euch, muss ich schon sagen. Hoffentlich werden wir eure 7. Niederlage. Wir haben noch nicht mal ein Tor geschossen. 0 Tore, 16 Gegentore. Also da bin ich mit einverstanden, wenn das so weiterläuft. Bin ich mit einverstanden. Und dann müssen wir schon wieder gegen Darmstadt. Und die werden ein Brett. Die spielen zwar auch gegen den Abstieg, aber das sind auch nur 4 Punkte von uns entfernt. Also ist schon eigentlich eine interessante Konstellation. In Verteidigung läuft. Lukas May und Dorrington spielen sich langsam ein. Agu und Heinz auch. Also ich kann mich nicht beschweren. Die laufen einfach, die Jungen hier. Ackmann geht jetzt rein für Finn Bogason, hat eine bessere Form. Yalcin, jetzt spielen wir mal von Anfang an mit unserem türkischen Sturm. Hoffen wir einfach mal, dass Ibe gleich wieder fit ist. Ja, der müsste gleich wieder fit sein. Eswein konnte ja leider nichts mehr drehen. Und wir können Bogarde mal wieder mitnehmen. Das ist doch auch mal was Schönes. Vielleicht kann Bogarde sich ja hier sogar noch an den Dorrington vorbei bauen. Aber der kam als Ersatzspieler und setzt sich da einfach durch. 6,3 Millionen haben wir aktuell noch. Ich will gar nicht weiter drum herum reden. Wir gehen jetzt erstmal weiter in die Woche. So, ich muss nochmal in die Jugendmannschaft. Unser wunderbarer Katanek darf nochmal eine Woche oben bleiben. Weil, hier, Kirschbaum ist immer noch verletzt. Bis zum 21.09. Alte Flasche, mach mal nicht so einen Stress hier. Jedes Mal, wenn ich rede oder was. Meine Güte, ganz ruhig auf den belegten Plätzen. So. Ja, dann gehen wir rein gegen Holstein Kiel, hoffen, dass wir hier auch gewinnen werden wie die anderen Mannschaften. Und Alltag ist interessiert an Enoch Agie, aber der wird gescoutet. Ich kann auch mal kurz in die Scouts reingucken. Und was die so aktuell machen, Isaac Mensa, Ben Crescenze wird hier nochmal gescoutet. Die beiden scouten gerade Isaac Mensa. Da läuft hart bei euch. Kann ich mitleben, wenn es sein muss. Wir gehen rein in das Spiel. Erstes Spiel diese Folge, diesmal schneller alles. So, bei denen läuft katastrophal, geht raus, spielt ordentlichen Fußball und die spielen sogar gegen uns. Ich habe gedacht, die spielen gegen gar keinen. Einfach mal sehen, wie es läuft. Für Ole Werner geht es heute um den Job, also können wir dafür sorgen, dass er gefeuert wird. Spiel ab, Hanere. Mal sehen, was passiert, wenn ich sage Spiel ab. 1-0, Ferrei, perfekt. Spielen überhaupt, ja, die spielen. Aber warum sind die so schlecht? 3. Minute, wir führen direkt. Obwohl ich Hanere auch gesagt hätte, er kann vorbei. Hanere treibt den Ball nach vorne und wird von Florian Bergmann dazu gebracht abzuspielen, statt ein Laufduell mit Kullis zu gehen. Im Zentrum kommt Ferrei an den Ball, zieht aus vollem Lauf aus gut 30 Metern ab. Zwila hat gegen diese Granate nicht den Hauch einer Chance. Sein 3. Saisontor. Wir kriegen direkt die nächste Chance. Okay, das wären nur gute Chancen oder was? Gittens dringt im Eiltempo in den Strafraum der Kieler. Legt Blenden zurück auf Ackmann. Und aus 15 Meter befördert diese Kugel mühelos an Zwila vorbei ins Netz zum 2-0. Ist er überhaupt Torwart? Was wird hier gespielt? Nochmal. Kleine Chance. Counterchance für 1860. Gittens schießt aus 16 Metern. Weit am Tor der Störche vorbei. Aber starker Start. 6 Minuten, 2-0 Führung. Kein Leben. 1860 ist hier eindeutig am Drücker. Holstein Kiel hat enorme Probleme, in dieses Match zu kommen. Aber wir kriegen auch keine Torchance mehr hin. Komm schon. Wir haben seit 400 Minuten keine Gegentor mehr kassiert. Kann ich auch mitleben. Ich will nicht das erste Gegentor von Holstein Kiel sein. Gabriel hat das Bein ein bisschen zu hoch und erwischt Vydra. Die gelbe Karte geht in Ordnung. Vydra ist aber auch nicht wirklich im Game. Genauso wie Yalcin. Aber Ferrei und Ackmann, beide getroffen. Nice one. Ackmann hat sogar ein erstes Tor geschossen. Ne? Ist mir gerade erst auch eingefallen. Ist mir gerade erst aufgefallen. So, hier ist nochmal.
Einige Rentner am Spielfeldrand beschimpfen hier ständig die Kieler Spieler. Okay, nice. Läuft hart. Noch eine Minute mit Angang, das erscheint viel. 1860 ist jetzt vollkommen konzentriert. Wir gehen in die Halbzeit mit einer 2-0-Führung. Damit lässt sich arbeiten. So haben wir uns das vorgestellt. 3-0 Chancen. Die sind noch nicht mal ansatzweise in der Nähe von unserem Tor gekommen. Wir gehen jetzt erstmal. Ja, Joaquin kommt wieder rein für Gittens von Anfang an, der nicht wirklich im Game ist. Und die restlichen Spieler wärmen sich auf. Es geht direkt wieder los mit einer frühen Chance. Die Jalzin wird freigespielt. Nimmt den Ball mit der Brust an. Und schießt dann aus knapp 20 Metern. Unhaltbar in die rechte untere Ecke. Was sind das für Tore? Silva rutscht zum Überfluss noch weg und liegt mit im Match vor seinem Tor. Also bei denen läuft es ja richtig hart daneben. Kiel hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Jetzt kommt die erste Aktion von Kiel. Eine sehr gute Chance. Krass. Skripski bleibt mit einem Alleingang eigentlich in der Deckung des 1860 München hängen. Der Ball kommt jedoch zu C. Gabriel, der aus 18 Metern verdeckt abzieht und knapp am Tor vorbeischießt. Okay. Eras mit einem Handspiel. Gelb ist die Folge. Nee, meckern. Will ein Handspiel von uns gesehen haben. Und holt sich die gelbe Karte. Jetzt kriegen wir nochmal eine Chance. Ecke von rechts für Rai. Die erste in diesem Spiel. Die erste Ecke holen die 60er heraus. Zwieler fängt den Ball sicher. Okay, nice. Wie die ihn loben, das war gut. Da wäre manch einer auf der Situation auf der Linie geblieben. Jetzt nochmal, halbherziger Versuch von Robles, sich vorne durchzusetzen. Aber er verschäupert das Leder schon gegen den ersten Verteidiger. Dorrington bekommt das 10-Applaus von seinem Trainer. Okay, nice, Dorrington. Starke Aktion. So, Skripski hat sich verletzt, kann nicht mal weiterspielen. Leistenzerrung. Ah. Könnte mies sein. Die haben seit 600 Minuten, die haben noch gar kein Tor geschossen. Nicht hier mit die wirken langweilt. Das geht so nicht. Jetzt kommt hier. Holstein Kiel. Pausen. Andreas Pausen ist dahin gewechselt, nicht zu uns. Philipp König versucht sich dagegen Mai mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Und es gibt folgerichtig Freistoß für 1860 München. Ja. Können wir hier noch was reißen? Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank, ja. So, wir wechseln jetzt mal in der 65. durch. Ich hab's verkackt. Oder? Ne, wir haben schon 3-0 geführt. Wir haben schon 3-0 geführt. Jalzin hat ja auch getroffen. So, Jalzin geht runter. Anere geht runter. Lukas Mai geht runter. Und Wüther geht runter. Habe ich jetzt komplett durchgewechselt. Hoffentlich verletzt sich keiner. So. Vierfach Wechsel in Minute 65 oder 66. Aber alles positionsgetreu. Und auch viel zu lahmarschig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Morrison, Ibe, Nakai, Bogarde für Hamere, Jalzin, Vidra und Mai. So, damit sind unsere Wechsel durch. Jetzt geht es hier ein bisschen weiter. Wir gehen erstmal auf voller Angriff. 71. kommt nochmal eine gute Chance. Ecke von rechts. Ferrei. Ecke von Ferrei. Uli ist klärt. Dann gewinnt Ignjowski einen Zweikampf gegen Joaquin und befördert den Ball vor dem Strafraum. Dort landet er vor den Füßen von Nakai, der ihn annimmt. Und dann entschlossen abzieht. Ackmann steht in der Schussbahn. Fällt den mal mit der Hacke ab. Svila ist chancenlos. Eras hat das Abseits aufgehoben. Und dann macht Abmann einfach seinen Doppelpack. Die jungen Türken haben beide getroffen. Starkes Spiel, muss ich sagen. 4-0. Bis auf Ferrei haben meine beiden Stürmer getroffen. Jetzt muss nur noch Finn Bogason treffen und dann ist perfekt. Ja, und schon wieder, auch in den Gästeblock. Nehmen Sie den Ball mit, die 1860, die Münchner Löwenfans.
Nehmen Sie in den Gästeblock den Ball mit. Beste Leben einfach. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, wenn ich das so sagen darf. 82. Minute. Wir übernehmen die Kontrolle des Spiels. Jetzt können wir das hier langsam runterlaufen. Auch wenn es nicht mehr so schön wird für die Gäste. Ole Werner scheint aufgegeben zu haben. Kann ja auch nichts mehr großartig machen. Hat seine Wechsel vollzogen, aber. Hier ist pünktlich Schuss. Schiedsrichter Luis Habrich pfeift einfach ab. Eine Minute hätte mindestens nachgespielt werden müssen, aber das bringt uns auch nichts mehr. Wir gewinnen 4-0 gegen Holstein Kiel und sorgen dafür, dass wahrscheinlich Ole Werner entlassen wird. Dann gucken wir uns mal einfach die Mappen. Dings an, das ist doch. Warum bist du so schlecht? 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 Ah, die spielen auch mit so. Bitte Mannschaftsspieler, okay, die kommen gar nicht ins Game rein, ne? Ich glaube, der ist der Einzige, der so ein bisschen was, okay, von der Erfahrung her. Aber es ist schon richtig bitter da. Wir gucken uns die Statistiken an. Wir gucken 1:5 Chancen. Wir hätten eigentlich viel mehr Chancen rausspielen müssen bei dieser Mannschaft. 40:60 Ballbesitz. Felix Agu, Spieler des Spiels. Läuft hart, wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Bremen gewinnt 3-1, spielt 3-1 gegen Düsseldorf, also gewinnen die auch. Aber ich will es ja anders sagen, damit ihr wisst, wie die gespielt haben. Paderborn 1-0 gegen Saarbrücken. Hannover 0-2 gegen Eintracht Braunschweig. Kräuter Fürth 4-0 gegen Osnabrück. Aue 0-1 gegen Pauli. Darmstadt 1-3 gegen Nürnberg. Kiel 0-4 gegen uns. Heidenheim, richtige Schlager. Schlagabtausch 5-3 gegen Kaiserslautern. Karlsruhe 0-1 gegen Bielefeld. Ja, ja, Holstein Kiel ist damit jetzt ja 20 Gegentore. In 7 Spielen. Und wir haben 15 Tore in 7 Spielen. Und 6 Gegentore. Wir sind defensiv auf dem 3. Platz. Offensiv sind wir auf dem 6. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Wir kämpfen sogar um den Aufstieg mit. Ganz einfach, wir kämpfen um den Aufstieg mit. Wir sind momentan von den Abstiegsplätzen 9 Punkte entfernt und 6 Punkte vor dem 11. Platz einfach. Aber okay, wir sind auch nur 3 Punkte. Also rein theoretisch durch eine Niederlage können wir auf 9. fallen. Rein theoretisch gesehen. Aber durch einen Sieg könnten wir auch auf den 3. kommen. Auf den 2. kommen. In theoretisch gesehen. Müssen wir halt mal schauen. Spieltagsstatistik. Nakai ist von uns wieder mal drin. Läuft bei ihm hart, würde ich sagen. Vielleicht darf er nächstes Mal von Anfang an spielen für Vitra. Der letzte Zeit mich ein bisschen enttäuscht. Aber. Harvard Nielsen ist Spieler des Tages. GG auf jeden Fall. Hirschbaum ist wieder back. Wird seine Karriere auch beendet nach dieser Saison. Das heißt, nächste Saison brauchen wir noch einen neuen Ersatzkeeper. Ich habe einen auf der Liste. Ich habe einen auf der Liste, der vielleicht sogar nächstes Jahr Stammkeeper werden könnte. Vielleicht. Wo steht er denn? Der liebe, süße Luris Karius. Wer Erfahrung pur. Läuft Vertrag aus. Vielleicht kann man da mal gucken. Ich nehme ihn mal ins Blickfeld. Als zweiten Keeper kann man damit durchaus leben, wenn nicht sogar als Stammkeeper. Und dann schauen wir mal, bevor wir jetzt weitergehen, schauen wir erstmal in die Laien rein. Und Turay, 9 Spiele für Willem Tilburg gemacht, hat jetzt aktuell eine Stärke von 73. Und die stehen auf dem 12. Platz. Er ist sogar der beste Spieler im Team. So wünscht man sich das doch. Wie sieht es denn aus mit unserem jungen Grünnagel da? Der, okay, er ist weg halt, ne? Das ist bestanden, das ist beschlossene Sache, er ist weg, aber er ist auch Stammspieler. Er ist einfach Stammspieler in dieser Mannschaft. Das sieht sehr gut aus. So wünscht man sich das doch. Jetzt haben wir hier noch Gittens. 11 Spiele, 2 Tore. Spielt auch gefühlt jedes Spiel. Frankfurt ist bestimmt auch glücklich. Wir haben 3,2 Millionen nächstes Jahr da. 13 Millionen da. Wenn die beiden sich entwickeln, wäre das natürlich top. Ackmann ist auch so gut wie fest verpflichtet. Vielleicht versuche ich das nochmal ein bisschen zu drehen und zu angeln, dass ich ein bisschen weniger zahlen muss. Aber sonst sieht das doch schon mal gut aus, 4,7 Millionen. Vielleicht sagen die ja, okay, machen wir, du kriegst ein bisschen weniger. Jetzt aber, Nakai darf von Anfang an spielen, da er eine viel, viel bessere Form hat als Vitra. Mit Mogaton, ja. Niklas Lang ist einfach mit einer 13er Form direkt hier wieder um. So, auf die Bank, auf die Tribüne transportiert. Dann ja, Innenverteidigung läuft einfach, geht nicht wirklich im Spiel, aber Jokin auch nicht. Anere hat auch eine gute Form. Ibe, ja, der kommt dann wahrscheinlich nicht mehr dran. Und müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht sogar noch einen Rechtsaußen holen, weil Ibe
gar nicht rankommt und er soll ein bisschen Konkurrenz haben, genauso wie Gittens. Joaquin kommt nicht vorbei an Gittens von der Form her. Aber ich denke, dass das noch im Rahmen ist. Die beiden werden halt wirklich hart um diese Position kämpfen. Nur für Hanere sehe ich schwarz. Da sehe ich schwarz, da muss man gucken, dass wir da noch irgendwie was holen für rechts außen, um ihn da wirklich noch irgendwie Druck unterm Arsch zu machen. Und Douglas kostet das einfach. 2,9 Millionen, easy going, kann sich jeder leisten, wer kennt's nicht. Hier, wenn ich jetzt drauf gehe, rechts außen, einfach mal schauen. Und ach, das ist noch auf hier. Alte Säcke ist das noch eingestellt. Wir wollen hier 70er. Vielleicht sogar ein Stammspielerpotenzial, falls ich Hanere nicht leisten kann. Da haben wir Dratro Fofana von Molde. Oder Lihadi, Antiste, Paulos Abraham. Der junge Schwede. Aber das ist links außen. Ich will rechts außen. Habe ich nicht rechts außen eingegeben? Ja, nur beste Position. Ich will nicht, dass hier irgendwie links außen mit 70 kommen oder rechts außen. Lindenmeiner von Hannover 96. Das wäre doch was. Das wäre pure Erfahrung. Läuft hier irgendwo der Vertrag aus? Hier haben wir sogar noch welche, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Calderon. Das wäre natürlich diese Erfahrung pur, ne? Aber das ist eher unrealistisch. Douglas Costas, ja. Hier, 2, 3 Stück laufen an. André Hahn, Moulay, Samuel und Da Grassa. Wir haben genug Geld, um irgendeinen Spieler davon zu holen. Wir haben mein Geld, um wirklich irgendeinen Spieler von diesen zu holen. Lindenmeiner wäre natürlich top. Wenn wir da jetzt schon, wir können ja jetzt schon mal in die Verhandlungen reingehen. Hat eine Ausstiegsklausel von 1,75 Millionen. Vereinstreu ist er ehrgeizig und professionell. Naja, wenn er kommt, dann kommt er, ne? Hat 1,75 Millionen, akzeptiert wurde das und wir gehen in die Verhandlungen und dann kommt er im Winter. Verstärkt uns. Aber erstmal gehen wir jetzt gegen Darmstadt rein. Wollen natürlich das starke Spiel aus Kiel mitnehmen und hier unser Bestes geben. Nein, wir wollen hier keinen Zweikampf aus dem Weg gehen, weil wir zu Hause spielen. Und zu Hause will ich hier, wie ihr wisst, immer eine Macht sein. Bald im Mölderstadion. Aber wir kriegen erstmal hier eine Chance in der 5 Minuten Ecke von die erste Ecke im Spiel von Ferrei. Ackmann versucht sich dagegen Schmelzer mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Ja, schön wär's. Aber es gibt folgerichtig Freistoß für uns. Für die Gegner. Gäste. Aber es geht weiter. Nächste Aktion. Sehr gute Chance. Okay, in der 6. Minute. Hanere spaziert über rechts in den Darmstädter Strafraum. Scharfe Flanke vor das Tor. Gittens hat keinerlei Mühe, das Leder zum 1-0 einzuschieben. Da hast du einmal einen Spieler auf der Liste. Und schon macht er hier so ein. Läuft da rein und gibt den einfach hier. Gittens, mach mal rein, wenn du willst. Läuft. Direkt nächste Chance. Gittens ist einen kleinen Tick schneller als dein Kontrahent. Spitze die Kugel vor das Tor. Rizutuk rettet per Kopf zur Ecke. Und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration. Nein, spielt ruhig weiter so. Kann nicht mit leben. Sie sind auf dem 13. Das heißt, wir können die abschalten. Also weghalten von uns. Ecke von rechts. Ferrei. Schulen kommt blitzschnell raus und fängt die gefährlich angeschnittene Ecke sicher ab. Okay, macht das. Jetzt kommt Darmstadt mit der ersten Aktion. Dani Latzer, Freistoß. Versucht es aus Seiten von 98 mit Freistoß aus 26 Metern, schießt aber über das 60er Tor. Ja, wäre ein schönes Ding gewesen. Jetzt kriegen wir nochmal eine kleine Chance. Ackmann setzt sich im 16er gegen Sobiach durch. Legt dann zurück auf Ferrei. Der heranstürmt, aber einen kleinen Tick zu spät dran ist. Und Schulen kann den Ball aufnehmen. Wäre schön gewesen. So, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Jetzt kommt Darmstadt nochmal mit der Aktion. Tietz schießt aufs Tor. Er hatte aber den Abseitspfiff von Johannes Frei nicht gehört. Er greift gnadenlos durch. Okay, ist bitter. Passiert hier noch was bei der Halbzeit? Ja, Darmstadt kommt nochmal mit einem kleinen schönen Pass von Latzer in die Spitze auf Kater Rühl. Oder Ruel, wie ausgesprochen wird. Aber Axel macht das alles richtig. Lukas Mayer macht genau im entscheidenden Moment einen Schritt. Der hat sofort die Fahne oben. Eine knappe Entscheidung, aber vollkommen recht. Ja, Lukas Mayer, ne, kommt mit der Erfahrung vom deutschen Meister hier. Und Dorrington läuft einfach mit. Also Lukas Mayer ist Top-Transfer bis jetzt. Genauso wie Heinz. Aber Heinz war ja eher so ein Zufallseinkauf. Ackmann verlängert einen weiten Einwurf von zu Jalzen.
Er ist alleine verschwunden und schießt aus 4 Metern flach ein. Türkische Connection. Perfekt. Perfekt. So, wir gehen mit einer 2-0 Führung in die Halbzeit. Mit einer 2-0 Führung, es läuft wieder alles sehr gut. So, lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Wir führen 2-0, ich kann mich nicht beschweren, ich muss nicht wechseln, ich muss gar nichts machen. So, alle Spieler, wir haben sich auch, Kirschbaum wird erstmal rausgenommen. Panero muss verletzt raus, ja. Erdekuss, oh ja. Aber wir haben ja einen Ibe auf der Bank. Der kann, wenn er will. Und ja, Kelleher, was soll ich sagen, ne? 500 Minuten ohne Gegentor. Was soll ich dazu sagen? Er hat sich auf einmal warm gespielt. Zwei Spiele hat er gebraucht, mit dem DFB-Pokal 3. Und seitdem hat er kein Gegentor mehr kassiert. So, jetzt kriegen wir nochmal eine gute Chance. Nakai legt schön auf für Gittens, aber der verzieht. Nakai ist im Game. Nakai ist auch im Game. Doch, Jalzin startet genau im richtigen Moment durch und drückt ihn mal über die Linie. Sie haben Blut geleckt. Die Türken haben Blut geleckt. Jetzt zeigen sie, wer wirklich die Stürmer sind hier in München. Wer ist Lewandowski? Armin Akurum, oder wie es ausgesprochen wird. Ferrei wird halb links an den Strafraum von Jalzin schön freigespielt. Schießt, aber trifft den Ball nicht richtig. Odoi klärt. Da kannst du keinen Finn Bogason reinbringen mehr. Bei diesem Game kannst du keinen Finn Bogason reinbringen. Ich kann Gittens noch rausgehen und nein. So wollte ich. Kurz raus. Finn Bogason, gut. Wurde noch geklärt. Ibe ist drin. Hüter kommt mal für Nakai rein. Vielleicht kann der noch hier was bringen. Und einen Wechsel spare ich mir auf, falls wirklich sich jemand verletzen sollte. Weil diesmal ist zu früh. Ah, jetzt hat er Gittens raus. Und direkt. Ja, ich kann für Bogas noch nicht mal reinbringen. Ich habe ihn direkt wieder rausgenommen. Beste Leben. Shit. Shit, das ist jetzt mies, ne? Perei auf jeden Fall mit einem Freistoß, 65. Hier geht der Ball über die Mauer auf die rechte Ecke. Schumann ist auf dem Posten und forst den Ball zur Seite weg. Ja. Keeper von Darmstadt ist on fire. Ackmann wird da von Odoi gelegt. Aber Johannes Frei hat keinen Foul gesehen. Wudemann, Ackmann zum Schiedsrichter und holt sich die gelbe Karte wegen Meckern. Schön wäre es gewesen. Ein Tor noch, da hast du einen Hattrick. Ja, als hin. So, kriegt Lukas May nochmal? Nein, Puschas kommt rein für Heinz. In den letzten 18 Minuten. Puschas soll auch noch ein paar Minuten Erfahrung sammeln. Und er soll mit einer guten Form runtergehen, um diese zu behalten. So, wir gehen die letzten 13 Minuten. Wir kontrollieren das Spiel schon, aber ich will jetzt die Kontrolle übernehmen. Ich will sie jetzt ganz gemütlich das runterspielen in den letzten 13 Minuten. Dann kann Puschas auch nochmal zeigen, was er da kann und Wydra. Ob die da noch irgendwie Probleme kriegen, wenn sie das nicht runterspielen. Das heißt, er muss einen Fehler von Latze ausbügeln und holt fault Hydra. So, 6 Minuten noch. Lieber kann ich mal mag vermutlich gar nicht mehr hinsehen. Boah, Schmelzer. Mein Herz tut weh, wenn ich sowas lese, dass du aus so einem Grund gelbe Karte kriegst. Das ist Bullshit. Wegen Unsport. Ja, als ob. 2 Minuten wird hier nachgespielt. Passiert hier noch was in den 2 Minuten? Kommt noch eine Chance? Nein, die Wechsel nochmal. Schmelzer geht runter. Küsst ein Auge. Oh, wir kriegen nochmal eine Chance. Okay, eine gute. Ecke von links, Ferrei, die dritte in diesem Spiel.
Schon zögert im 1:1 gegen Joaquin. Sichert sich das Leder am Ende dann aber doch. Ja, okay. Und dann pfeift er ab. Der müsste Schlusspfiff jetzt sein, ne? Ne, Joaquin versucht auf links vorbei zu kommen. Doch Karisch läuft den Ball ab jetzt. Oder bis der Joaquin trifft oder was? Schlusspfiff. Da pfeift er ab. Wir gewinnen auch 3:0 gegen Darmstadt. Setzen uns dann weiter ab von den Abstiegsplätzen. Gelbe Karte wegen Meckerns. Gibt's natürlich. Wenn du Wut entbrannst und Schießrichter läuft, dann kriegst du von mir eine Geldstrafe. Das ist Gesetz. Statistisch gesehen 6:1 Chancen. Alfie Dorrington, der Niederländer. Ne, der Engländer. Was glaube ich? Ich habe gar keinen Niederländer in der Verteidigung. Oder? Bogarde? Ich weiß es nicht. Dorrington, Alfie Dorrington, der Engländer. Spieler des Spiels. Läuft hart bei ihm. 60:40 Ballbesitz. Wir waren klar besser. Wir gehen in die Ergebnisse. Wir gucken. Pauli spielt 0:0 gegen Holstein Kiel, Osnabrück 0:0 gegen Karlsruhe Düsseldorf, 0:0 gegen Heidenheim, Bielefeld 0:3 gegen Hannover. Da sind die ersten Tore gefallen im vierten Spiel, beste Leben. Kaiserslautern 1:1 gegen Kräuter Fürth, Saarbrücken 1:1 gegen Werder Bremen, Nürnberg 5:0 gegen Paderborn, Braunschweig 1:0 gegen Aue und wir 3:0 gegen Darmstadt. Und wir sind damit auf dem zweiten Platz. Wir sind gerade dabei, wieder aufzusteigen nach 8 Spielen. Wir sind einfach dabei, wieder aufzusteigen. Wir sind mittlerweile 11 Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Das unterschreibe ich sofort. Aber wir sind wirklich, wie sollen wir das machen? Dann müssten ja unsere Spieler jetzt einfach so eine Explosion haben, dass wir nächstes Jahr die alle verkaufen können für 80, 60, 70, 90 Millionen und dann 300, 400, 500, 600 Millionen haben zum Einkaufen. Wie sollen wir das machen? Wir können uns das doch gar nicht leisten in der zweiten, ersten Liga. Aber es ist ja noch früh. Es sind ja noch 22 Spiele. Was glaube ich? 26 Spiele zu spielen. 26 Spiele müssen wir noch spielen. Oh Mann, ach ja, der Trainer wurde ersetzt bei Holstein Kiel und auf einmal spielen wir, haben erst unentschieden. Ja, moin, beste Leben. Ein Punkt nach 8 Spielen. Aber der Trainer-Effekt, ne? Haben nicht verloren. Spieltagsstatistik, wir gucken. Von uns ist niemand drin, aber Pascal Köpke ist Spieler des Tages. GG. Besonders furios war heute der Auftakt ihrer Mannschaft, Herr Beckmann. Bevor der Gegner wusste, was Sache ist, lag ihr Team bereits in Führung. Was haben sie den Spielern mit auf den Weg gegeben? Ich habe sie richtig heiß gemacht. Wir wollten sie überfallen, ihnen gleich in den ersten Minuten zeigen, dass sie keine Chance haben. Das war ein Heimspiel, da muss man entschlossen auftreten. Kann ich nicht sagen. Family bleibt plus 2. Startet bei den Medien plus 2. Spieler denken sich, du hast gar nichts gesagt, du Hurensohn. Lindenmeier hat abgelehnt. Weil der wollte auch, ich habe den 1 Million geboten, eine Auslandsklausel haben, habe ich gesagt, 150% von seinem Wert darfst du gehen und 100.000 Leute auf die Hand kriegen, 4 Millionen, also 4% oder 6% von dem, was wir einnehmen, kriegt er für sich und ja, er wollte eigentlich viel zu viel, hat er abgelehnt, mehr als 1 Million wollte ich ihm nicht bieten, also selbst schuld, wenn ich will. Der hat schon, bleibst du halt bei Hannover und wir steigen wahrscheinlich auf. Hier würde ich die heutige Folge aber auch beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare schreiben für Tipps für die Rechtsaußen, wenn ich da als Konkurrenz von Hanere reinpacken könnte oder soll ich einfach weiter auf eBay setzen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass